Hallo, ich bin Lilo vom Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg. Ich stehe mal wieder hier am Tempelhofer Damm und der Verkehr tobt, wie immer. Der Tempelhofer Damm hat 6 Spuren, 2 davon werden ausschließlich als Abstellfläche für Autos genutzt. Fahrradfahren ist hier lebensgefährlich, nach wie vor. Kein Wunder, dass es in den letzten Jahren ziemlich viele Unfälle gab. Stell dir vor, wir würden diesen Platz hier anders nutzen. Wir würden Gefahren senken, wir würden Unfälle verhindern und wir würden für ein sicheres Fortkommen von A nach B sorgen, und zwar für alle. Für Kinder, für Senioren, für Menschen aus dem Kiez und auch auf der Durchfahrt. Und das Schöne ist, das wurde schon längst beschlossen. In einem langen Beteiligungsverfahren wurden die Interessen der Anwohner, der Geschäftsleute und auch der Pendler berücksichtigt. Für die Geschäftsleute wird es Lieferzonen geben. Es gibt ganz viele Parkhäuser hier in der Nähe, die alle noch freie Plätze haben. Und es soll auch eine Parkraumbewirtschaftung geben und die wird die Anwohner bevorzugen. Bisher hat sich übrigens immer gezeigt, sicherer Radverkehr steigert die Lebensqualität in der Umgebung. Auch die Geschäfte profitieren davon, weil die Menschen aus dem Kiez sie leichter erreichen können. Wenn viele Menschen hier sicher Radfahren können, dann brauchen wir auch nicht mehr so viele Autos. Weniger Autos heißt weniger Lärm und bessere Luft. Das ist gut für die Gesundheit und fürs Klima.